Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe bei mir. Und zwar geht es dieses Mal um Selenium. Selenium und Python sind, Selenium ist quasi eine Bibliothek für Python, aber eine ganz spezielle Bibliothek. Und zwar kann man mit Selenium den Browser automatisieren. Jetzt, was bedeutet den Browser automatisieren und warum sollte ich sowas machen wollen? Das Ganze hat zwei Gründe. Erstens mal, oder ich zeige euch erstmal ganz kurz, was es ist. Nehmen wir mal an, ihr habt diese Website vor euch. Und jetzt wollt ihr irgendeine Aufgabe automatisieren. Zum Beispiel, ihr wollt hier auf Download klicken und ihr wollt auf Download Version klicken. Was ihr übrigens nicht machen müsst, nur ganz kurz gesagt. Aber solche Klicks oder solche Dinge lassen sich automatisieren und zwar mit Selenium. Selenium kann also den Browser sozusagen fernsteuern und das ist unglaublich wertvoll. Ich gebe nur gerade mal kurz ein paar Anwendungsbeispiele. Ihr habt eine Web-Applikation geschrieben, also irgendeine Webseite geschrieben und ihr wollt sicherstellen, dass wenn ihr jedes Mal eine neue Version von dieser Web-Applikation herausbringt, also irgendwelche kleinen Änderungen oder sowas macht, dass diese Sachen immer noch alle gleich funktionieren. Ihr wollt zum Beispiel sicherstellen, dass die Leute sich immer noch einloggen können und nicht irgendein Fehler erscheint. Dann macht ihr Folgendes, ihr schreibt euch mit Selenium ein Skript, das sich einloggt und überprüft auch mit Selenium gleichzeitig, ob das Einloggen erfolgreich war. Das ist der Anwendungsfall 1. Also natürlich kann man das viel, viel weiter spinnen als einfach nur einloggen. Aber gut, also das heißt, wir können Integrationstests mit Selenium wirklich selbst schreiben und das ist unglaublich wertvoll, denn Integrationstests testen wirklich die Anwendung so, wie sie ein Nutzer auch wirklich testen würde. Das lässt sich jetzt zum Beispiel auf natürlich Webseiten sehr, sehr gut übertragen. Denn was wir machen ist, wir testen nicht nur das Frontend durch, sondern wir können halt einfach wirklich genau das testen, was der Nutzer macht. Und wir müssen dazu nicht jedes Mal uns selbst wieder hinhocken und immer wieder dieselbe Tätigkeit nochmal und nochmal und nochmal durchprobieren. Das ist so viel wert, das glaubt ihr gar nicht. Okay, auf der zweiten Seite lassen sich natürlich irgendwelche nicht ganz so anspruchsvollen Aufgaben einfach automatisieren. Das heißt, sagen wir mal ein ganz dummes Beispiel, ihr wollt, wenn ihr euren PC hochfahrt, automatisch YouTube starten und dort dann von mir aus irgendwelche entspannende Musik am Morgen hören. Ganz einfach, was ihr macht, ist, ihr benutzt Selenium und am besten auch mit Python, weil das einfach die einfachste Variante ist. Ihr schreibt euch ein Skript und startet das sozusagen, wenn der PC sich hochfährt, dann startet ihr einfach auch das Skript mit. Das heißt, der PC fährt sich hoch, Browser wird gestartet, YouTube wird eingegeben und ihr sucht nach eurem Lieblingslied, was ihr am Morgen hören wollt oder von mir aus auch gleich eine Auswahl an Liedern und klickt da drauf, hört das Ganze vollautomatisch. Das ist super spannend und kann natürlich auch einfach alles automatisieren. Klar, natürlich kann ich einen Haufen Zeug automatisieren, wie zum Beispiel irgendeine Web-Oberfläche ist nicht ganz so clever geschrieben, ihr müsst sie aber administrieren, ihr müsst zum Beispiel einfügen, dass eben hier jetzt ein Haufen E-Mails geblacklistet werden, also E-Mail-Adressen, von denen man sich nicht anmelden darf, zum Beispiel bei eurer Anwendung, dann macht ihr das auch mit Selenium, ihr gebt einfach alle E-Mail-Adressen da ein und sagt Selenium, hey, komm, du kannst zwar nur eine jedes Mal hinzufügen, mir ist egal, wie lange es dauert, mach einfach mal im Hintergrund. Also das heißt, es gibt so unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten für Selenium und deswegen würde ich mal sagen, ist das absolut, ja, must-have. Gut, jetzt, was benötigt ihr für Selenium? Ganz einfach, ich habe schon gesagt, wir benutzen hier Python in dieser Tutorial-Reihe und Python, Selenium ist quasi eine Bibliothek für Python, das heißt, ich setze auch hier voraus, dass ihr Python könnt, zumindest ein paar grundlegende Dinge, wir werden jetzt hier nicht irgendwas mit abstrakten Klassen oder sowas machen, keine Sorge, aber grundlegendes Python-Wissen solltet ihr auf jeden Fall mitbringen, damit ihr Selenium vernünftig verwenden könnt. Außerdem solltet ihr Pip kennen und um Selenium nutzen zu können, müsst ihr natürlich Pip erstmal benutzen können, weil wir über Pip diese Bibliothek installieren. Das heißt, wir machen hier ein Pip Install und dann Selenium. Was jetzt natürlich erstmal nicht funktioniert bei mir, weil ich das schon installiert habe, ganz klar. Und ja, das müsste eigentlich logisch sein. Und was ich jetzt in dieser Tutorial-Reihe hier benutzen werde, ist PyCharm. Das ist eine kostenlose IDE, die ihr höchstwahrscheinlich auch kennt, wenn ihr Python programmiert. Aber ich schreibe euch hier in dieser Tutorial-Reihe nicht vor, wie ihr welche IDE ihr benutzt oder wie ihr sie installiert. Das ist ganz allein eure Sache. Was ich euch allerdings ans Herz legen würde, weil es einfach gebraucht wird für diese Tutorial-Reihe, ist die Driver für die jeweiligen Browser. Das heißt, die gängigen Browser sind einmal Chrome,
Dann haben wir, also wir wollen natürlich, dass unsere Anwendung auf allen Browsern läuft. Deswegen müssen wir einfach auch dafür sorgen, dass wir alle Browser mal durchtesten. Und deswegen haben wir hier einmal einen Driver für Chrome. Der wird tatsächlich von Google rausgebracht. Das heißt, Google hat gesagt, hey, hier Selenium, ihr könnt das hier benutzen. Das ist unser Treiber sozusagen. Damit könnt ihr unseren Browser automatisch steuern. Das heißt, einmal hier für Chrome. Findet ihr unter Chrome Driver Downloads. Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Und hier einfach die neueste Version runterladen. Das sollte aber nicht wirklich irgendwie große Unterschiede geben. Also von Version 2.3.8 auf 2.3.9 zum Beispiel ein paar Bugfixes oder sowas. Also alles nicht so tragische Updates. Das heißt, das wird auch noch in ein paar Jahren gültig sein, was ich hier gerade erzähle. Egal, ob ihr jetzt Chrome Driver Version 5.28 habt oder sowas. Dann natürlich hier der Webdriver, so heißt das Ding, für Microsoft. Den Edge, nicht Internet Explorer, der hat keinen, aber Edge hat einen Driver. Den könnt ihr hier runterladen und dann einfach euch anschauen, für was genau. Bei Chrome Driver müsst ihr natürlich noch auswählen, was genau ihr habt, also ob ihr Linux habt, Mac habt oder Windows habt. Während für den Edge Driver müsst ihr logischerweise Windows haben, weil Edge nicht auf Linux oder sowas läuft. Aber gut. Und natürlich für Mozilla Firefox, da findet ihr auf deren GitHub-Repository, findet ihr den Gecko-Driver. Und hier gibt es natürlich auch wieder mal die verschiedenen Versionen. Einmal für ARM sogar, was natürlich was ganz Besonderes ist. Aber das haben wahrscheinlich die wenigsten von euch. Kann man aber auch darauf benutzen. Dann natürlich Linux 32, 64-Bit, macOS und Windows 32 und 64-Bit. Und für alle anderen gibt es immer noch den Source-Code. Ja, und das ist natürlich hier auch alles zum Download verfügbar. Wir werden jetzt hier in der Tutorial-Reihe erstmal den Chrome-Driver benutzen. Das heißt, ihr ladet euch den runter. Also in meinem Fall, ich bin auf Linux. Aber wie gesagt, das Ganze ist völlig egal, wo ihr da seid. Also Python läuft auf Windows, Mac und Linux gleichermaßen. Pip läuft auf allen Systemen gleichermaßen. Und der Chrome-Driver, naja, da gibt es halt einfach drei Versionen. Nehmt einfach die, für die ihr da alles braucht. Dann, das Ganze ist eine ZIP-Datei, müsst ihr das Ganze natürlich entpacken, einfach Rechtsklick und Entpacken drücken und ihr habt eine ausführbare Datei. Ich zeige euch das Ganze mal. Das ist eine ausführbare Datei, die man... Ups, sorry. Das ist eine ausführbare Datei, die ihr nachher in Python einbindet und von dort aus wird dann eben der Browser ferngesteuert. Das heißt, es öffnet sich auch wirklich ein Browserfenster. Und damit kann dann eben, ja, euer Browser ferngesteuert werden. So, das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe das natürlich schon alles vorbereitet. Wir haben den Chrome-Driver in unserem Verzeichnis, wo wir auch tatsächlich hier Python verwenden. Ihr müsst ihn nicht da reinmachen. Ihr könnt ihn auch irgendwo hinspeichern und dann in euren Pfad einfügen. Das werde ich jetzt hier allerdings nicht machen, denn das ist ein bisschen komplexer. Und ich habe ein Skript gemacht, testing-selenium.python und dann hier natürlich ein ausführbar, also halt eine Run-Configuration, sodass wir das Ganze auch ausführen können. So, und ja, das ist auch schon eigentlich der Download gewesen. Im nächsten Video schauen wir uns ganz schnell an, also quasi das erste Skript sozusagen, um wirklich Selenium zu benutzen. Auf diesem bauen wir dann auf. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.